Ja, schönen guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank für die Einladung, zu dem Thema hier sprechen zu können. Vielleicht bevor ich inhaltlich loslege, organisatorische Hinweise dergestalt, dass bei meinen Vorträgen gibt es zwei Besonderheiten. Erstens, dass ich die immer im Sitzen halten muss. Und zweitens, dass ich dazu ein Thesenpapier mache. Das ist so eine Sitte oder Unsitte, die ich Anfang der 80er Jahre zu Beginn meines Studiums gelernt habe und seitdem beibehalten habe. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, dass man nicht wilde Videos auf PowerPoint-Folien präsentiert und Dinge, die da eingerückt werden. Das hat sicherlich einen größeren Unterhaltungswert, gebe ich zu, aber meine Devise ist eben, mit einem solchen Thesenpapier zu arbeiten, dass Sie auch mit nach Hause nehmen können, sozusagen. Wer weiterlesen möchte, dem habe ich hinten auch eine kleine Literaturliste gemacht, die hat unterschiedliche Titel, da kann man sich im Internet auch drüber schlau machen, was einem da vielleicht am ehesten zusagen würde an den Veröffentlichungen. Und ich hangele mich sozusagen diesen Thesen entlang und würde dann versuchen, die übliche 45-Minuten-Zeit einzuhalten, um damit die gleiche Zeit auch noch zu haben zu Diskussionen und so weiter. So, jetzt geht es los mit einem kleinen Szenario. Freitagabend hier in Nürnberg, im Süden, ein Hochhaus, 5. Stock. Melanie hat zu einem Abendessen eingeladen. Viele Freunde kommen zusammen. Es ist eine gelöste Stimmung, eine lockere, eine freundliche Stimmung. Alle sind guter Laune und einer der Gäste fragt die Gastgeberin Melanie: Das ist ja so ein leckeres Fleisch, was du da hast. So etwas habe ich ja noch nie gegessen, schmeckt aber hervorragend. Was ist das denn, bitteschön? Und es entsteht eine kleine Pause. Melanie antwortet dann: Das ist Golden Retriever. So ähnlich reagieren die Gäste auch, die dann verschreckt sind, die Stimmung geht auf den Nullgradpunkt herunter und man ist sehr empört, dass man so etwas isst. Das ist übrigens eine Geschichte, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern die stammt aus einem Buch von Melanie Joy, das ist eine amerikanische Soziologin und Psychologin, und das Buch heißt »Warum wir Hunde lieben«. Schweine essen, Kühe anziehen. Und es spielt auf die Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit des Mensch-Tier-Verhältnisses an. Weil warum ist das empörend, wenn man Fleisch isst, dass man dann Golden Retriever nicht essen mag? In anderen Kulturkreisen, in China zum Beispiel, wird Hund gegessen. Da gehört das zum ganz normalen Konsum dazu. Wir empören uns darüber, weil das in unserem Kulturkreis nicht üblich ist. Welche Gründe könnte es dafür geben? Sind Schweine geringere, geringerwertige Tiere als Hunde? Sind sie weniger klug? Sind sie weniger sozial? Das ist nicht der Fall. Wer sich zum Beispiel mit der Forschung zum Verhalten von Schweinen auseinandersetzt, erfährt sehr schnell, dass Schweine durchaus intelligente Tiere sind, durchaus soziale Tiere sind, dass sie, wenn sie ein freies Verhältnis zu Menschen haben, auch sehr menschenfixiert sind, sehr zutraulich sind, sehr darauf stehen, von Menschen gestreichelt zu werden. Also all das ist ähnlich wie bei Hunden und trotzdem haben wir eine andere Einstellung zu Schweinen. Wir bezeichnen auch Menschen, die sich unsozial verhalten, die unliebsame Tätigkeiten nachgehen als Schweine im Alltagsleben, was tatsächlich eine Beleidigung ist, aber für die Schweine. Denn die verhalten sich so unsozial nicht, das ist ihnen nicht eigen. Also Sie sehen an diesen Beispielen, welche Ambivalenzen wir in diesem Verhältnis haben. Man könnte viele Beispiele dafür nennen, um das deutlich zu machen. Vor 2-3 Jahren gab es im Zoo von Kopenhagen einen Vorfall, dass man eine Giraffe dort getötet und geschlachtet hat. Da haben sich viele Menschen drüber empört. Aber wo ist der formale Unterschied zu dem millionenfachen Tod von Schweinen im Jahr? Also wir haben eine sehr widersprüchliche Einstellung. Das gilt auch für einzelne Tiere selber. Wir finden ein Lamm süß und auch das Lammfleisch, das wir essen. Also das ist nicht in sich stringent und nicht in sich schlüssig, wie wir Menschen mit Tieren umgehen. Mittlerweile weiß man auch aus der Forschung, dass viele Dinge, die als Alleinstellungsmerkmale von Menschen gelten, Menschen keineswegs allein eigen sind. Empathie, Individualität, Intelligenz, Rationalität, Solidarität, auch so
solche Dinge wie Trauer. Elefanten trauern zum Beispiel sichtlich um ein verstorbenes Mitglied ihres Stammes. Das weiß man. Und insofern haben Tiere auf einer anderen Ebene ähnliche Empfindungen, ähnliche Verhaltensweisen, die sie Menschen an den Tag legen. Und das heißt nicht, dass das auf der gleichen hohen Ebene geschieht oder auf der gleichen hohen Ebene der Fall ist. Affen können auch Werkzeuge nutzen, um an Tiere ranzukommen, die sie zur Ernährung brauchen. Das machen Menschen auch, dass sie Werkzeuge nutzen. Aber die Werkzeuge sind unterschiedlich, haben einen unterschiedlichen Grad an Komplexität. Der Affe nutzt nur ein Holzstück. Der Mensch ist in der Lage, ein Smartphone zu produzieren. Ja, darin gibt es sehr starke Unterschiede. Daraus lässt sich aber nicht notwendigerweise die Tötung von Tieren legitimieren. Ja. Und es gibt bei allem Streit darüber, was Tiere können und was sie empfinden. Eines, worum es keinen Streit gibt, das ist ihre Empfindlichkeit zu leiden. Und da gibt es ein berühmtes Zitat von Jeremy Bentham, dem Begründer des modernen Utilitarismus. Er hat mal gesagt, die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern können sie leiden. Und genau das tun Tiere. Sie leiden. Sie haben ein Leidensbewusstsein. Und an das möchte ich in meiner Argumentation anknüpfen. Und hierzu einfach ein paar Zahlen, die deutlich machen, in welchen Dimensionen wir es mit Tierleid zu tun haben. Da geht es nur um das Thema der Schlachtung. Enten werden 25 Millionen in Deutschland geschlachtet, Hühner 640 Millionen, Kaninchen 22 Millionen, Rinder 3,7 Millionen, Schafe 1,1 Millionen, Schweine 59 Millionen und Truthühner 38 Millionen. Also jedes Einzelne ist ein leidensfähiges Wesen, was eben mit der Tötung Leid erfährt und Schmerz erfährt. Und das ist uns nicht so richtig bewusst. Wir verdrängen das. Wir kennen die Vorgeschichte des Schnitzels nicht und wollen das nicht wahrhaben. Es gibt ein schönes Zitat dazu, was das deutlich macht. Das stammt von Paul McCartney, dem Beatles-Bassisten und Sänger, der einmal gesagt hat, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, wären alle Vegetarier. Wenn wir also wüssten und uns wahrnehmen würden, was dort passiert, dann würden wir vielleicht gar kein Fleisch von Schweinen mehr essen wollen. Weil genau das ist nämlich der Fall, das Leiden von Schweinen, die wie gesagt sehr soziale Wesen sind, die in den Massentierhaltungseinrichtungen ein erbärmliches Leben führen müssen. Ferkel werden ohne Betäubung kastriert, ihnen werden die Schwänze abgeschnitten, die Leckzähne abgeschliffen, damit gegenseitiges Ohren- und Schwanzabbeißen nicht mehr möglich ist, weil sie in der Enge ihres Lebens Verhaltensstörungen aufweisen. Die künstlich besamten Sauen werden stattdessen auf engstem Raum gehalten, können sich kaum bewegen. Ein Schritt nach vor, ein Schritt zurück, das ist alles. Sie können sich nicht drehen und werden auch häufig mit Vodka gespritzt, damit sie nicht sozusagen ausrasten. Das ist alles übrigens etwas, was ins Fleisch geht, was Menschen essen und von daher auch schwerlich gesund sein kann in der Hinsicht. Und Schweine merken auch, wenn sie in Schlachtanlagen kommen und ihre Tötung bevorsteht. Sie empfinden das, sie haben Angst, sie haben Panik, sie nehmen die Tötung ihrer Artgenossen wahr, sie riechen das Blut und sie fühlen in irgendeiner Form, dass eine Tötung auf sie zukommt. Und das ist die gängige Praxis, die wir haben. Ungefähr bei 10% der Schweine, die getötet werden, funktioniert die vorherige Betäubung nicht und sie bekommen ihre Tötung persönlich direkt mit. Das ist also das Empfinden, mit dem man es dort zu tun hat. An der Stelle vielleicht ein kleines Kopfvideo. Ich beschreibe Ihnen etwas, was Sie jetzt nicht sehen, was aber auch erstmal gar nicht so schlimm ist. Das Kopfvideo, das findet statt in einer Stadt in Kanada. Das ist eine große Kreuzung, wo eine Ampelanlage dazu führt, dass LKWs sehr lange dort stehen müssen. Und da steht dann ein LKW, der als Tiertransport.
Transporter ist, der Schweine zur Schlachtung bringt. Auf der anderen Seite stehen junge Menschen mit Wasserflaschen. Der Tiertransporter hält an der Ampel. Die jungen Menschen gehen nach vorne. Mit einem Kameramann, der filmt. Man sieht die Schweine in diesem LKW panikartig in Hitze, Luftmangel, Wasserbedürfnisse haben. Die jungen Menschen halten die Wasserflaschen in diese Wagen rein. Die Schweine saugen fast wie irre daran. Junge Menschen haben dann leere Flaschen. Sie rufen, sentimental klingt es, I love you, in diesen Schweinelaster hinein. Sie strecken die Hände rein, streicheln diese Schweine. Diese Schweine spüren es erstmal in ihrem Leben, eine Hand eines Menschen in einem positiven Sinne. Und dann fährt irgendwann der LKW weiter. In dem Video gibt es auch eine junge Frau, die das wohl das erste Mal macht, die weggeht, irgendwas auf Englisch sagt, was ich nicht verstehen kann. Aber es gibt ein Wort, was häufiger vorkommt, heartbreaking. Es bricht mir das Herz. Und das ist das, was Schweinen eben in dieser Situation passiert, die ich beschrieben habe. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die immer wieder angeführt werden, um den Fleischkonsum zu rechtfertigen. Und das ist ja der Untertitel meines Vortrages und ich möchte Ihnen diese Gründe nennen. Es sind insgesamt 6 Gründe, die immer wieder angeführt werden und die, wenn man sie systematisieren will, alle mit dem Buchstaben G beginnen. Also 6 Gründe mit G, die immer wieder genannt werden. Der erste Grund, der immer angeführt wird, ist Gehirn oder Stichwort Gehirn. Da lautet die Argumentation so, dass der Fleischkonsum in der Frühgeschichte der Evolution der Menschen notwendig gewesen sei, um das Gehirn des Menschen in der Masse auszubilden, die wir haben und die uns von anderen Lebewesen unterscheidet. Mittlerweile weiß man, dass dem gar nicht so zwingend ist. Es gibt zumindest keine glaubwürdigen, nachvollziehbaren Belege dafür. Selbst wenn es aber so sein sollte, ist das kein tragfähiges Argument, weil die Gehirnentwicklung des Menschen ist seit Jahrhunderten abgeschlossen und daraus lässt sich nicht sozusagen legitimieren, dass man weiter Fleisch konsumiert, um das Gehirnwachstum zu fördern. Ein zweiter Gesichtspunkt, der immer wieder angeführt wird, ist das Stichwort G-Geschichte. Das heißt, dass die Entwicklung des Menschen immer wieder geprägt gewesen ist vom Fleischkonsum. Menschen haben ja im Laufe ihrer Geschichte Fleisch gegessen und sich pflanzlich ernährt. Und wenn man sich aber genau damit beschäftigt und diese Entwicklung rekonstruiert, kann man sehr schnell feststellen, dass die pflanzliche Ernährung eine dominante Ernährung gewesen ist, nicht die fleischliche Ernährung dominant war. Das können Sie einfach daran feststellen, dass wenn Sie sich Tiere anschauen, die Pflanzen essen, haben die einen langen Darm. Und wenn Sie sich Tiere anschauen, die Fleisch essen, dann haben die einen kurzen Darm. Und Sie wissen alle, wie lang unser Darm als Mensch ist, sozusagen. Und man kann aus dieser Beobachtung schlicht darauf schließen, dass wir als Menschen im Laufe unserer Evolution eben mehrheitlich immer Pflanzenesser und nicht Fleischesser gewesen sind. Das dritte G heißt G wie Gesundheit. Und wird dann behauptet, der Mensch braucht Fleisch, um gesund zu sein. Und es sei eine gesunde Ernährungsform, um zu sein. Da ist man mittlerweile in der Ernährungsforschung weit drüber hinweg. Es gibt auch viele offizielle Stellen, die Fleischkonsum zumindest in der Menge, die wir haben, für gesundheitsschädlich halten. Es gibt Ärzteeinrichtungen, Ernährungswissenschaftler-Einrichtungen, die sagen, dass vegetarische oder vegane Ernährung viel gesünder ist und dass wir auch kein Defizit davon haben. Vielleicht ein Zitat mal aus einem Papier der amerikanischen Einrichtung von Ernährungsexperten. American Dietetic Association, ADA abgekürzt, die haben mal in einem Positionspapier geschrieben, ich zitiere das mal, es ist die Position der ADA, dass eine entsprechend geplante vegetarische Ernährung gesund und ernährungsmäßig ausreichend ist und gesundheitliche Vorteile bei der Vorbeugung und Behandlung bestimmter Krankheiten bietet. Und
weiter, eine gut geplante vegane oder andere Art der vegetarischen Ernährung ist für jede Lebensphase geeignet, inklusive während der Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit und Pubertät. Also das sind nicht irgendwelche veganen Initiativen, sondern das sind renommierte Einrichtungen in diesem Bereich in den USA und in Kanada, die solche Forschungsergebnisse eben auch präsentiert haben. Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe, Fülle von derartigen Untersuchungen. Es gibt einen Punkt allerdings, den muss man hervorheben und problematisieren für Veganer oder Vegetarier. Das ist der potenzielle B12-Mangel. B12-Vitamine braucht der Mensch tatsächlich. Und mittlerweile ist es aber möglich, B12-Vitamine synthetisch herzustellen und die auch sich regelmäßig zuzuführen. Das ist übrigens etwas, was nicht nur Vegetariern oder Veganern anzuraten ist, das gilt auch für Fleischkonsumenten für sich selbst auch. Ja. Dass auch Fleischkonsumenten solche Defizite haben können. Beide sollten übrigens regelmäßig ein Blutbild vornehmen lassen, um entsprechende Vitamindefizite zu kennen und sie entsprechend auszugleichen. Ja, das gilt für Veganer und Vegetarier, aber auch für Fleischkonsumenten. Ja, das ist also da ein wichtiger Gesichtspunkt dann auch. Der nächste Punkt, der vierte G-Punkt, heißt Geschmack. Und das ist ein durchaus überzeugendes Argument, ist aber nur ein subjektives Argument, weil es besagt, dass Fleisch schmeckt. Ja? Und dagegen kann man schlecht anargumentieren. Man kann aber darauf verweisen, dass es auch Ersatzstoffe gibt oder bestimmte Gewürze gibt, die bei veganer oder vegetarischer Ernährung ein ähnliches Geschmacksempfinden erzeugen. Und wenn man nicht dieser Auffassung ist, kann man sich natürlich dann die Grundsatzfrage stellen, auf die ich dann später noch häufiger zu sprechen kommen werde, ob nicht der Geschmack eine geringere Wertigkeit haben kann, wenn ich mich so ernähre, dass die Voraussetzung für meine Ernährung nicht das Leiden und Sterben eines anderen Lebewesens ist. Das ist eine Frage der individuellen Güterabwägung, die man dann in diesem Bereich haben kann. Das fünfte G heißt Gewalt. Gewalt meint einfach, die Menschen haben die Möglichkeit, das zu tun. Ja, sie haben schon in der Frühzeit sich gewisse Techniken überlegt, wie sie Tiere fangen können, sie anschließend zu Nahrungsmitteln verarbeiten können. Sie haben das später perfektioniert, dass Tiere einfach aufgezogen werden als potenzielles Ernährungsmittel. Das wäre sozusagen eine sozialdarwinistische Argumentation zu sagen, das ist etwas, was ich kann und deswegen tue ich das auch. Das geht aber eher mit einer gewissen Setzung, nämlich die heißt, dass Tiere des Menschen Besitz sind. Das müsste man dann auch ethisch erläutern können, wenn man es inhaltlich begründen will und nicht nur als Ausdruck von Machtmöglichkeiten ansieht. Tiere gehören sich nämlich eigentlich selbst, sozusagen, nicht dem Menschen. Wie rechtfertigen wir, dass wir ein Tier besitzen, sozusagen? Ja? Das geschieht übrigens häufig in einer formalstrukturell ähnlichen Art und Weise, wie man früher die Sklaverei gerechtfertigt hat gegen Staaten. So, ja. Da gibt es eine ganze Reihe von argumentativen Gemeinsamkeiten in der Hinsicht. Das sechste Argument, was immer wieder angeführt wird, das heißt Gewohnheit und spielt darauf an, dass wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben, wo der Fleischkonsum kulturell sehr stark verankert ist. Er gilt als normal. Wir sind so erzogen worden und wir haben das häufig nicht hinterfragt, dass es eben so ist. Das ist aber keine Legitimation für sich allein. Das entspricht sozusagen der typischen deutschen Beamtenmentalität. Das haben wir schon immer so gemacht. Warum soll man das anders machen, sozusagen? Wenn wir diese Mentalität haben, dann verändert sich nichts und verbessert sich auch nichts. Und auch Dinge wie Kriege oder die Sklaverei sind Bestandteil der Gewohnheit in der Geschichte der Menschen gewesen. Und wir haben diese Dinge überwunden, um einer Besserung des sozialen Miteinanders willen. Warum sollte das in dieser Hinsicht nicht auch geschehen, sozusagen?
Das sind die sechs großen Gs, die sechs großen Argumente, die immer mal wieder angeführt werden. Ich mache gleich mal einen thematischen Sprung. Bevor ich den mache, will ich Ihnen aber ein zweites Kopfvideo zeigen. Das ist eine Geschichte, die sich tatsächlich so ereignet hat, die auch sehr romantisch klingt und die Walt Disney sicherlich auch so hätte verfilmen können. Mir kommt es aber auf was Besonderes an dabei. Das ist die Geschichte der Kuh Elsa. Sie wird auch von Melanie Joy in dem eben erwähnten Buch beschrieben. Die Geschichte einer Kuh aus den Mitte der 90er Jahre. Die Geschichte geht so, dass Elsa eine Milchkuh war. Kühe werden normalerweise 20 Jahre alt. Milchkühe nur 4, weil sie getrillt sind, auf Höchstleistung Milch zu geben. Und dann schon nach 4 Jahren körperlich so erschöpft sind, dass sie nicht mehr weiter Milch geben können und geschlachtet werden. Diese Kuh Elsa wurde vor ein Schlachthaus gebracht und ahnte offenkundig, dass sie geschlachtet werden sollte oder dass irgendetwas Böses, um in menschlicher Sprache zu sprechen, mit ihr passieren sollte. Und sie riss aus, sie schaffte es, irgendwie durch das Tor zu kommen und in den Wald zu laufen. Daraufhin hat der Besitzer seine Mitarbeiter aufgerufen, diese Kuh zu finden. Das gelang nicht. Die Polizei wurde verständigt. Auch die Polizei konnte diese Kuh nicht finden. Man sah sie immer, aber man konnte ihr nicht habhaft werden. Es vergingen 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Die Medien wurden darauf aufmerksam. Die Regionalzeitungen schrieben über die Flucht dieser Kuh. In den USA, wo das passiert ist, die Lokalzeitungen, zunächst dann die Nationalzeitungen, dann berichteten die Fernsehnachrichten darüber. Es ging eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, dann war diese Kuh weltberühmt und man schrieb sogar in Europa über die Flucht dieser Kuh. Das Interessante ist, wie Menschen sich verhielten. Als man darüber las, diese Kuh Elsa wird gejagt, dann fragten die Polizeibeamten, die Bauern, habt ihr diese Kuh gesehen? Und die Bauern sagten ja und zeigten aber die falsche Richtung. Ja. Und so gab es eine ganze Reihe von solchen Vorkommnissen, wo die Polizei immer hinterher war, aber in die falsche Richtung geschickt. Irgendwann wurde man dieser Kuh dann doch habhaft, sie schaffte es 40 Tage lang zu entkommen, wurde dann mitgenommen und sollte dann geschlachtet werden. Zufälligerweise wurde es in der Nähe eines Friedensforschungsinstituts festgenommen, um jetzt mal diese menschliche Sprache zu nutzen. Und der Besitzer oder der Leiter dieses Friedensforschungsinstitutes bot dem Besitzer dieser Kuh $1000 an, um sie ihm abzukaufen. Der Besitzer war mittlerweile aber von dieser Geschichte so gerührt, dass er gesagt hat, ich verkaufe sie dir für einen Dollar. Und daraufhin wechselte diese Kuh den Besitzer, lebte in der Nähe dieses Friedensforschungsinstitutes mit in einem eigens gebauten Stall und starb allerdings einige Jahre später an Euterkrebs sozusagen. Ja, bis auf diesen Tod ist das eine wunderschöne Geschichte, die bei Walt Disney verfilmt werden könnte. Warum erzähle ich sie? Ich erzähle sie eigentlich nicht wegen dieser rührseligen Geschichte dieser Kuh, sondern mir kommt es auf die Verhaltensweisen der Menschen an. Als die Menschen gemerkt haben, das ist ein Wesen, ein individuelles Wesen, sie heißt Elsa, sie will nicht getötet werden. Sie entzieht sich ihren Verfolgern, solidarisierten sie sich mit der Kuh und wiesen die Polizisten den falschen Weg sozusagen. Und dieses Bewusstsein sollten wir haben, dass jedes Tier eine Individualität hat. Das Tier muss nicht moralisch gut oder schlecht sein, aber es hat diese Individualität. Und wenn uns das bewusst ist, verhalten wir uns auch anders. Das lehrt diese Geschichte, von der ich eben erzählt habe. Ich mache jetzt den Themensprung und will Ihnen noch einige andere Aspekte nennen, die sich auf den Fleischkonsum beziehen, wo es nicht in erster Linie um Tiere geht, sondern um andere Aspekte, die auch sehr egoistisch eine menschliche Perspektive haben.
Der erste Aspekt dabei ist, dass der Einsatz von Energie und von Ressourcen, um fleischliche Lebensmittel herzustellen, sehr, sehr hoch ist. Der Hunger auf der Welt müsste nicht sein, das wissen wir alle, wenn Lebensmittel anders verteilt werden. Er müsste aber auch nicht sein, wenn Lebensmittel anders hergestellt werden. Die Herstellung von Fleisch ist sehr ressourcenintensiv. Zwei Zahlen vielleicht mal. Wenn Sie ein Kilogramm Hühnerfleisch herstellen wollen, dann brauchen Sie 5000 Liter Wasser. Wenn Sie ein Kilo Kartoffel herstellen wollen, brauchen Sie 100 Liter Wasser. Ja? Wenn Sie ein Kilo Rindfleisch herstellen wollen, brauchen Sie 15.000 Liter Wasser. Und für ein Kilo Obst reichen 900 Liter Wasser. Wenn Sie riesige Flächen brauchen, um Nahrungsmittel für Tiere in der Massentierhaltung anzubauen, dann sind das alles Flächen, die nicht genutzt werden können, um Nahrungsmittel für Menschen anzubauen. Und man sieht, dass das eine sehr kostenintensive Ernährungsform ist, die viele Ressourcen verschlingt, die für andere Dinge viel produktiver und konstruktiver eingesetzt werden können. Ja, also wer den Hunger auf der Welt bekämpfen will, der muss an einer strukturellen Veränderung der Ernährungsform arbeiten. Das ist im Kern damit gemeint. Zweiter Gesichtspunkt, wir reden alle über die Folgen der Klimakatastrophe. Wir weisen auf eine ganze Reihe von Gründen in diesem Zusammenhang hin, was auch bei den ökologisch Interessierten, die Klimaentwicklung in eine andere, bessere Richtung drehen wollen, aber nicht oder häufig nicht thematisiert wird, ist, dass die Folgen der Massentierhaltung und der Treibhausgasausstoß ein wichtiger Gesichtspunkt ist, der die Klimaentwicklung mit erklärt, sozusagen. Das heißt, wenn wir ein Interesse daran haben, Klimaschädigungen, Klimafolgen zu minimieren, dann müssen wir in diesem Bereich eben auch den Konsum aus der Massentierhaltung reduzieren, um eben diese Entwicklung zu verhindern. Das sind eine ganze Reihe von Aspekten, über die man jeweils Bescheid weiß. Das steht in Büchern drin, das steht in Zeitschriftenartikeln drin, da gibt es umfangreiche Forschungen drin, drüber. Egal aus welcher Perspektive, aus einer gesundheitsbezogenen Perspektive, einer ökologischen, einer umweltpolitischen, einer politischen, einer sozialen Perspektive. Und trotzdem wird das tabuisiert, nimmt man die Kritik sehr ungern zur Kenntnis. Ich befinde mich ja hier in einem Kreis von Menschen, die in der Regel sich doch sehr religionskritisch verstehen. Sie alle wissen, dass Anhänger religiöser Glaubensformen bestimmte Immunisierungsstrategien entwickelt haben, damit sie rationale Kritik nicht an sich herankommen lassen müssen. Das gilt eben auch für viele Verteidiger des Fleischkonsums. Melanie Joy, die ich erwähnt habe, hat von einem Kanismus gesprochen. Das ist so eine Wortschöpfung von ihr. Sie nennt das ein Glaubenssystem, was sich eben auch Kritik immunisieren möchte, um eben diese Einwände, die ich eben gebracht habe, nicht zuzulassen. Und nicht Änderungen daraus abzuleiten, die natürlich die eigentliche Konsequenz dieser Denkperspektive ist. Es gibt zu dieser ganzen Thematik auch eine breit entwickelte ethische Diskussion. Das ist ein sehr komplexes Thema dort. Das würde mindestens einen eigenen Vortrag nochmal nötig machen, um das alles darzustellen. Ich will dazu vielleicht nur meine persönliche Auffassung hier vortragen, die sich durchaus von den anderen tierethischen Ansätzen unterscheidet, sie sogar kritisiert. Ich habe sogar eine sehr menschenzentrierte Position in dieser Frage, die von vielen tierethisch denkenden Menschen eher abgelehnt werden würde. Aber was ich meine, ist Folgendes. Die Leidensfähigkeit von Tieren sagt erstmal gar nichts aus. Es gibt die schöne Unterscheidung, die David Hume populär gemacht hat, zwischen Sein und Sollen, dass Tiere leiden. Da erfolgt nicht als Sollen raus, dass ich dieses Leiden nicht möchte. Das bewegt sich auf einer anderen Ebene, wenn ich so argumentieren möchte. Das sind also die Unterschiede, die es in diesem Bereich gibt.
Also ich muss auf einer anderen Art und Weise argumentieren, als nur auf das Laien aufmerksam machen, sozusagen. Und da gibt es mehrere Richtungen in der tierethischen Diskussion. Und die beiden bekanntesten sind das Gleichbehandlungsprinzip, das aus der utilitaristischen Philosophie kommt. Der bekannteste Vertreter ist Peter Singer in der Hinsicht. Und dann gibt es ein Argument, was den Tieren Rechte zuschreibt. Das ist ein kantianisches Argument, das Tom Regan entwickelt hat, sozusagen. Beide Auffassungen überzeugen mich persönlich nicht. Wie gesagt, das wäre aber ein eigener Vortrag, um das ausführlicher darzustellen, weil sie mit mir nicht gut begründbaren Postulaten und Setzungen verbunden sind. So. Ich gehe auch nicht von einer Idealisierung und Romantisierung von Tieren aus. Es gibt da auch ein sehr bekanntes Zitat von George Bernard Shaw: Tiere sind meine Freunde, Tiere esse ich nicht. Es gibt auch das Argument für Fleischkonsum, das besagt, Tiere töten ja auch andere Tiere. Das ist richtig. Ja. Dann geschieht das aber aus der Notwendigkeit des Fleischkonsums und der Unfähigkeit, darüber sich Gedanken zu machen. Ja. Also der Löwe muss die Gazelle jagen und töten, um zu überleben. Er hat nicht die intellektuellen Kompetenzen und nicht die Moralfähigkeit, darüber nachzudenken, dass das vielleicht eine falsche Verhaltensweise ist, sozusagen. Und da unterscheidet der Löwe sich eben vom Menschen oder dem Menschen vom Löwen. Er hat diese Möglichkeit, darüber nachzudenken. Er hat die Möglichkeit, sich darüber Positionen zu formulieren. Ja? Und das ist mein Ansatz sozusagen in dieser Frage, dass ich sage, weil der Mensch diese Möglichkeit hat, hat er die Möglichkeit zu entscheiden. Ich habe im Supermarkt zwei Produkte. Das eine Produkt ist ein Fleischprodukt. Die Grundlage für dieses Fleischprodukt ist die Qual und die Tötung von einem Lebewesen, in der Regel eines Schweines. Und ich habe auf der anderen Seite ein Produkt, das nicht auf der Basis der Tötung des Leidens eines Lebewesens zustande gekommen ist. Und ich habe als Mensch die Möglichkeit zu entscheiden, was nehme ich mit, was lege ich in meinen Einkaufskorb rein. Und darin entscheidet sich sozusagen auch eine ethische Qualität oder eine moralische Reife eines Menschen, sich darüber Gedanken zu machen und eine entsprechende Auswahl oder eine entsprechende Wahl zu treffen, die ihn in der Hinsicht prägt und die er dann in der Form eben auch nutzen kann. Und deswegen hat auch jemand wie Mahatma Gandhi, der übrigens auch sein Leben lang Vegetarier gewesen ist, immer gesagt, die Größe einer Nation und ihre moralische Reife lassen sich daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Das gilt nicht pauschal. Na, das erste Tierschutzgesetz in Deutschland, was stärker verankert wurde, das war am gestrigen Tag im Jahr 1933 von den Nationalsozialisten erlassen worden. Dazu muss man aber wissen, dass die Nationalsozialisten Tierschutz politisch instrumentalisiert haben, um das Schächten von Tieren in der jüdischen Religion zu verbieten. Und Tierschutz sozusagen ein Instrument war, um gegen Juden vorzugehen. Ja, es gibt übrigens eine ähnliche Passage im Parteiprogramm einer neu im Bundestag befindlichen Partei, dann, die auf einmal in diesem Punkt Tierschutz wollen und sich sonst dafür nicht sonderlich interessieren. Also das hat es immer gegeben, dass so etwas auch politisch instrumentalisiert wurde, in einem aus meiner Sicht politisch verwerflichen Sinne. Darum geht es aber nicht. Es geht hier um die Frage einer Reife, die Individuen in dieser Frage an den Tag legen können, um entsprechend Position für sich selber zu beziehen. Nicht nur aus Verantwortung gegenüber den Tieren, sondern auch aus Verantwortung gegenüber der menschlichen Gesellschaft. Stichwort Bekämpfung von Hungersnöten oder Bekämpfung der Klimakatastrophe, was übrigens nur zwei Aspekte sind, die hier von zentraler Bedeutung sind. Und wenn man das Ganze in der Bilanz sieht,
also die ethische, die gesundheitliche, die ökonomische, die politische Dimension von dem, worüber ich hier gesprochen habe, dann plädiere ich für einen Paradigmenwechsel. Es sollte nicht mehr so sein, dass, so geht es mir natürlich auch häufig, wenn ich an Mittagsessenstischen sitze, dass ich legitimieren muss, warum ich kein Fleisch esse, sondern dass die Legitimationsnotwendigkeit in die andere Richtung gezogen wird. Dass legitimationsbedürftig ist, dass man Fleisch isst und nicht, dass man keines isst, sozusagen. Das gilt übrigens auch für Humanisten. Dort ist das nicht unbedingt ein herausragendes Diskussionsthema bislang. Insofern freue ich mich für die Einladung und die Diskussion hier in dass man darüber sprechen kann und das in der Form mal thematisieren kann. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von dem früheren amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Der hat mal gesagt, ich bin für die Rechte der Tiere genauso wie für die Menschenrechte, denn das erst macht den ganzen Menschen aus. Ich danke Ihnen.